Jennifer Seiner. Herzlich willkommen, 7 Weeks Out. Wir trainieren heute Beine bzw. hintere Kette. Ich nehme euch mit. Energy ist low, Cardio ist hoch, Essen ist niedrig. Aber ich versuche dennoch trotzdem, euch ein Lächeln, mir ein Lächeln, euch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wir fangen an mit Beuger, gefolgt von Popo. Und jetzt wärmen wir uns erstmal auf. Erste Übung, Beinbeuger. Also für den Beinbeuger ist Beinbeuger im Stehen. Wir haben leider keine andere Variante als liegend. Also machen wir den Strecker als knienden oder stehenden Beinbeuger. Frozen. Warte. Frozen Cyclone. Das ist eigentlich knusprige. Was Spaß macht. Eiswürfel. Das ist echt voll der Luxus, wenn man so eine Eiswürfelmaschine hat, wenn es so warm ist. Schmecken die eher aus. Und das Cluster, was ich noch habe, vorzüglich. Und warum sollst du rumlaufen? Damit der Kreislauf im Schwung bleibt. Und warum noch? Das Blut zirkuliert. Richtig. Und das Laktat sich in deinen Beinen nicht absetzt. Aber dafür habe ich ja Beta-Alanin genommen. 15 Tee, 5 Gramm. Das hilft auch. Übrigens, ich habe schon gesagt, ich liebe dieses T-Shirt. Es ist wunderschön. Glücklicherweise, heute kam meine Better Bodies Bestellung. Und die haben gerade aktuell noch 70%. Weil das ist voll cool, wenn es nur so halb ist. Und ich liebe Olivgrün. Schau jetzt schön mal auf deine Schuhe. Olivgrün ist einfach eine wunderschöne Farbe. Vor allem, wenn man grüne Augen hat. Hast du grüne Augen? Braun, wie ein Teddybär. Aber ich habe grüne Augen. Deswegen. Und da ich aktuell kein Essen bestellen kann oder so, oder es wenig Sachen gibt, für die ich Geld ausgeben kann, habe ich mir dieses Shirt gleich noch in einer anderen Farbe bestellt und noch die neuen Oberteile bestellt, die auch so halbarm sind. Weil ganz zufälligerweise habe ich so Gefallen an diesen halbarmen Oberteilen gefunden und dann bringt Better Bodies einfach neue halbarm Oberteile. Das war ein Zeichen. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann bestellen wir es halt. Doch kein Turbosatz. Ich dachte, du gehst direkt. Nein, nein. Zweite Übung, auch wieder Beinbeuger.
Beinbeuger liegend. Einfach um den Beinbeuger aus verschiedenen Winkeln zu treffen. Ich finde, bei dem Stehenden kann man schön zügig auch das Blut reinpumpen. Beim Liegenden hat man noch ein bisschen mehr Fokus auf einen Stretch. So, Geno, warum haben wir uns jetzt entschieden, erst in die Beinpresse zu gehen und dann ADLs zu machen? Weil ich die richtig schön aus dem Beuger machen kann. Das heißt, ich mache jetzt erst den Beuger fertig und dann mache ich ADLs, weil bei ADLs habe ich immer auch so ein bisschen den Popo noch mit dabei. Schön. Punktlandung. Von diesen UK-Guys machen das jetzt ganz viele so, ne? Die hören dann auf, wenn es nicht mehr sauber ist. Die gehen nicht mehr bis ins Versagen. Also sobald die merken, dass die Ausführung nicht mehr hundertprozentig stimmt, gehen die raus. Weiß ja auch, logisch. Bei jemand, der so voll am Anfang ist, finde ich es manchmal gar nicht verkehrt, wenn die einfach mal ein bisschen drauf klotzen. Weil ja. Heute auch mit meiner Figurathletin, die noch ganz süß ist. Die habe ich auch Gewicht drauf bei der Brust, damit die richtig schön drückt. Damit ihr aber auch mal ein Gefühl da reinkriegt. Ja. Woanders kriegen sie es ja gar nicht hin. Ja. Aber sobald die halt irgendwie so die Schulter hochgezogen hat, habe ich sie aufhören lassen. Schön. Wir gehen jetzt zu einem wunderschönen Übergang. Man könnte es Bagnage oder Ombre-Übung nennen. Wir gehen jetzt vom Beuger zum Glut. Und eine wunderschöne Übung, die den Beuger und den Glut trifft, wenn man ein gutes Muskelgefühl hat, ist das gestreckte Kniebeugen. Die Ombre-Übung. Kennt ihr das, wenn man diese Sahnetorte... Gestrecktes Knie, ich habe mal eine Frage. Gestrecktes Kniebeugen? Ja. Oder gestrecktes Kreuzheben? Gestrecktes Kreuzheben. Habe ich Kniebeugen gesagt? Mhm. Ja, Mann. Gerade so, habe ich jetzt einen Fehler oder sie?
Schön. Ich muss mehr Wiederholungen machen. Schau, hätte ich aufgehört, hätte ich nur 11 gemacht. Ich habe mitgezählt und bei 5 oder 6 war ich raus. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Jenny, wie viele hast du gemacht? Eichhörnchen. Eichhörnchen. Wir brauchen einen Counter. Ja, so ein Ticker. Gibt es sowas? Automatisch, dass was mitzählt? Stimmt, klar. Was? Jedes Mal, wenn du eine Lichtschranke durchquerst, kannst du ja einstellen. Jedes Mal, wenn du eine Lichtschranke durchquerst, das erzählt. Ich möchte so ein. Gibt es als Dings im Ohr? Was ist so, der dann sagt eins. Bitte hilft mir. Oder jemand, der gerne immer dabei ist und mitzählt. Aber der muss auch eine Stimmfarbe haben, die du magst. Das kann man ja üben. Oder auf Portugiesisch. Das wäre auch was. Dann lerne ich es gleich noch besser. Was machen wir? Wir machen jetzt Kickbacks. Mal ganz klassisch. Am Kabelturm. Ohne Fancy Machines. Ohne Fancy Machines. Ist dir das lieber, wenn du den Winkel individuell bestimmen kannst? Nö, aber die habe ich schon länger nicht mehr gemacht und dachte ich mir... Wer dich kennt, der weiß, du bist der Freund von abwechslungsreichen Training. Genau. Wir machen das Body Confusing System. Die erste isolierte Po-Übung. Geht gut. Machen wir lieber im höheren Wiederholungsbereich 15 bis 20, damit da viel Blut reinkommt und dass ich nicht irgendwie mit der Hüfte verdrehe, weil der größte Fehler bei Kickbacks ist oftmals, dass man die Hüfte verdreht. Oder ich finde immer diese Variante hier, wenn die alle immer machen, total blöd, weil man immer irgendwie so in den Teil reinkommt. Und den Teil kriegt man ja eigentlich erst, wenn man ein bisschen aufrechter steht und den Po dann anspannt. Da muss man nicht hier vorne sein. Einer der größten Fehler für Bikini-Athletinnen, vor allem, was ich auch beim Posing immer sehe, ist, wenn die ihren Po beim Posing so weit rausschieben. Weil das flacht immer euren Upper Glute ab und dann sieht der Po zu flach aus. Das heißt, ein Judge sagt zum Beispiel zu euch, ihr braucht mehr Upper Glute. Aber es kann auch einfach nur ein Posing-Problem sein. Deswegen
Immer Vorsicht beim Posen, nicht zu weit den Po nach hinten schieben, sondern nur Becken nach oben ziehen. So, das war's. Ich bin raus. Richtig schönes Beuger-Popo-Training. War jetzt ungefähr knapp eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde. Alles abgegriffen. Blut ist überall drinnen. Denkt dran, Better Bodies, Code Jenny, -15%. Für diese wunderschönen, figurbetonten Sachen. Gibt natürlich auch ganz viele Oversize-Sachen. Occidental Nutrition mit dem Code Jenny. Immer ab Mittwoch. Mindestens mehr als 10%, was es sowieso immer gibt. Wir haben immer richtig, richtig, richtig coole, feine Deals ab Mittwoch bis einschließlich Sonntag. Einfach mal vorbeischauen. Mir gerne auf Instagram schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Supplementen habt. Daumen nach oben, Kommentar hinterlassen, den Kanal abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Knutschi! Ciao, ciao.